Hallo und herzlich willkommen bei Norbert und Christine von Norbert und Christines Womo-Tours. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind immer noch in Kroatien unterwegs. Heute zeigen wir euch den Campingplatz, auf dem wir waren. Das war eine längere Suche. Wir buchen nie vor. Und viele Campingplätze machen hier erst Ende April auf. Natürlich zeigen wir euch nicht nur den Campingplatz, sondern wir haben auch eine schöne Wanderung gemacht nach Novi Grad und sind dann weitergefahren in ein ganz tolles Bergdorf. Aber schaut selbst! Der kleine Campingplatz ist sehr gut belegt mit Dauercampern, also es sind fast nur Dauercamper da, nur im vorderen Bereich direkt am Meer. Dort dürfen dann die Durchreisenden stehen oder auch die Wohnmobile. Als wir gekommen sind, waren wir noch ganz alleine, aber es war Ostern und es hat sich schnell gefüllt. Die Durchfahrt durch die Standplätze bis vorne hin zum Meer ist sehr eng und mit großen Wohnmobilen mit Vorsicht zu genießen. Die sanitären Anlagen haben uns leider nicht überzeugt, aber wir sind ja im Wohnmobil voll ausgestattet. Das Essen auf dem Campingplatz war gut. Es war noch ein bisschen frisch, weil dort ist alles offen und es war halt ein kühler Wind. Die Preise sind etwas überhöht in diesem Restaurant. Da Novi Grad fußläufig zu erreichen ist, haben wir natürlich einen schönen Ausflug gemacht und die wunderschöne Stadt besichtigt. Es war noch nicht viel los und sehr, sehr viele Geschäfte und Restaurants haben auch noch geschlossen. Thank you.
Diese Aufnahme ist übrigens nachts um 2 Uhr bei Vollmond entstanden. Wir sind ja nie sehr lange an einem Ort und so sind wir aufgebrochen in ein wunderschönes kleines Bergdorf, Motovun. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, verzeiht mir bitte. Man kann dort eine wunderschöne Aussicht genießen. Man muss unten parken, kann mit dem Bus hochfahren oder zu Fuß. Wir haben den Fußweg gewählt. Ich denke, die Bilder sprechen für sich und man kann sehr schön sehen, dort ist echt um die Ostern noch nicht viel los. Wir hatten die Gassen fast für uns alleine. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder bei uns vorbei. Viele Grüße, Norbert und Christine.